Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ich habe mal meine Belohnung gerade abgeholt, habe mir neue Handschuhe aufgesetzt und jetzt können wir hier gegen die Erschwinderin. So. Boah. Meine Güte. So, komm schon. So. Muss aber ein bisschen alte Magie einsammeln. So. Was willst du denn von mir, ja? Ja, ja, ist ja gut. So. Ich brauch nicht nach oben schauen. So. So. Wie viel fehlen uns denn jetzt noch? Da oben haben wir noch einen. So, den dort oben machen wir mal so platt. Sehr gut. Entwaffne einen Panzer der Erschwinderin. Okay. Ah, die Nebenaufgaben. Es klappt halt immer nicht so richtig, ne? Was ist denn das hier? Da ist irgendwas. Aber wie komme ich dahinter? Ich kann erstmal hier. Ah, hier muss ich wieder. Okay, hier kommt Eis drauf. Eis und auf der anderen Seite wahrscheinlich dann Feuer, ne? Und dann geht's weiter, ja. Muss ich natürlich die. Rebellion. Jetzt muss ich natürlich mal schauen, dass ich irgendwo die Würfel finde. Da oben ist einer, aber wie komme ich jetzt da hoch? Das ist die Frage. Okay, warte mal, von hier hinten. Dort oben ist auch noch einiges. Achso, das ist diese Platte hier gewesen. Stimmt, das ist diese Platte. Wir sind ja auch noch voll. Was passiert denn eigentlich, wenn ich hier nach hinten gehe? War ich hier schon mal? Ich glaube, hier war ich auch noch nicht. Aber hier gibt es auch nichts weiter zu verstecken, ne? Okay, die brennt schon. Achso, die ist auf der anderen Seite. Da komme ich ja rein dann. Ja, ja. Alles klar, das ist schon aktiviert. Dann gehen wir mal den gleichen Ausgang wieder zurück, dem wir gekommen sind. Brauchen dann ja hier drüben nicht wirklich schauen. Ja, das heißt, wir waren hier ja schon. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Da unten wäre noch irgendwie Nuss. Da bin ich mir noch nicht so richtig sicher, wie ich da hinkomme. Und jetzt müssten wir erstmal hier nach oben. Das ist ja die falsche Seite. Ich müsste ja eigentlich. Eigentlich auf. Ah, Moment, Moment. So, das ist die.
Warte mal, das ist Feuer, wenn ich das richtig sehe. Nee, das ist Eis. Nee, ich wollte eigentlich Wingardium Leviosa. So, und jetzt brauche ich Eis. Da müsste das ja passen eigentlich. Nee, das passt noch nicht wirklich. Nee, Reparo will ich nicht. Klappt auch noch nicht, oder ist das Feuer? Nee, Feuer ist es nicht. Könnte aber auch, da ist eine Feder drauf. Warte mal, wenn da eine Feder drauf ist. Das müsste ja dann der sein. Ja. Denke ich mal. Tiers Feuer. Da ist Schweben. Also Eis ist es definitiv nicht. Jetzt müssen wir ja sowieso noch den anderen. Wir müssen ja erstmal den anderen Würfel noch finden. Es wird aber schwierig, weil ich gerade nicht wirklich weiß, wie ich hier weiterkomme. Warte mal, was willst denn du, große Statue von mir? Hast du auch irgendwas zu bedeuten? Der sagt mir immer noch, ich soll hier reingehen. Aber hier komme ich ja nicht rein. Wie gesagt, das ist das Schwebeding. Und da hinten ist auch ein weiterer Würfel. Aber da muss ich ja erstmal rein. Und mit dem kann ich wahrscheinlich auch irgendwas machen. Oder ist der nur um hier davor zu kommen? Jetzt habe ich nämlich. Habe ich nämlich nichts mehr hier. Da liegt ja auch so ein Stein. Aber an den komme ich ja nicht ran. Das wäre sogar so ein Feuerstein, den ich bräuchte. Aber der ist ja jetzt hier drauf. Kann ich den mit? Den kriege ich nicht mit, ne? Nee. Nein. Oder doch, habe ich den jetzt? Nee. Den habe ich nicht mit vorgekriegt. Da muss ich ja hin. Boah, das ist wieder so ein fettes Rätselschloss hier, wo man nicht so richtig durchblickt. Und hier ist auch noch eigentlich irgendwas.
Aber jetzt komme ich auch nicht mehr hier rüber, weil ich nicht mehr so ein Dings hab, ne? Jetzt komme ich hier nicht mehr rüber, ey, das gibt's nicht. Wingardium Leviosa. Lumos. Wingardium Leviosa. Nein. Aber hier ist halt auch nichts mehr, was ich benutzen kann. Bei dem Hippogreifen kann ich nichts machen. Die Kisten kann ich nicht schweben lassen. Hier ist eine Tür. Hier halte ich lieber die Augen offen. Schwuppdiwupp, schon wieder weg. Hier komme ich auch nicht mehr raus jetzt, ne? Hier ist jetzt ein... Gefängnis. Doch, hier komme ich wieder raus. Und schnell hier rüber. Okay, jetzt kann ich die Tür öffnen. Kann ich die Tür aufmachen? Okay. Jetzt kann ich das Ganze umgehen hier. Oder auch nicht. Aber den brauche ich ja auch hier, ne? Warte mal, hier komme ich raus. Da wäre ja auch noch irgendwas. Hier war ich ja auch noch nicht. War das vorhin auch schon alles offen? Hier ist noch so ein Würfel. Revelio. Okay, warte mal, der muss da drauf, ne? So, und was will der jetzt von mir haben? Eis, oder? Ja. Sehr gut. Ruhe. Auch nur eine runde Brille. Oh, waren die Geheimgänge vorhin auch alle schon da? Das war doch vorhin auch nicht da. Was brauche ich denn hier? Hier brauche ich Feuer. Was soll denn jetzt hier drin auf uns warten? Außer eine Schatztruhe. Das war echt alles nur für Schätze. Aber hier könnte ich so einen Feuerwürfel theoretisch gesehen mitnehmen, den ich da brauche.
Wieso kann ich den nicht mitnehmen? Der kommt hier nicht durch. Okay. Hab schon verstanden, ich brauche was anderes. Okay, das haben wir aber alles abgesucht. Aber warte mal, den Ständer, den brauche ich damit, um da oben durchzukommen. Revelio. Oder mal den brauche ich. Aber dann komme ich ja da hinten trotzdem nicht weiter. Da weiß ich nicht, was ich hinmachen soll. So, wie gesagt, den brauche ich ja eigentlich, um hier durchzukommen. Ach, und dann hätte ich hier noch einen gehabt. Okay, was mache ich aber mit dem jetzt? Nee. Kann ich nicht zerstören, aber hier gab es auch nichts drin in dem Raum, ne? Nach oben komme ich auch nicht. Revelio. Eieieiei. Ich hätte es jetzt nicht gedacht, dass das hier so... warum ist der jetzt wieder weg? Hallo, willst du mich veräppeln? Liegt der jetzt wieder da oben? Der liegt echt jetzt wieder dort oben. Das ist auch verkehrt hier. Das ist Feuer und das ist... kriege ich den jetzt nicht mehr weg hier. Der muss ja eigentlich hier drüben drauf. Lumos. Den kriege ich auch nicht mehr. Hä, das haut doch alles jetzt nicht hin. Das ist doch... ich soll hier rein und komme ja nicht weiter. Und hier komme ich ja auch nicht weiter. Das geht aber halt nicht. Muss ich mal schauen, kann ich den mit dem Pulso vielleicht wegstoßen. Der schwebt halt noch. Und das ist, glaube ich, nicht richtig. Ich kann ihn auch so nicht mehr steuern hier. Ich werde mal einen neuen Speicherstand anlegen. Und werden wir nochmal zurück zum Hauptmenü gehen. Das ist natürlich jetzt doof. Aber wie gesagt, mir fehlt ja sowieso so ein Stein.
Wir schauen noch mal rein hier. Also ich dass ich hier nie eingesperrt war. Okay, jetzt bin ich ja wieder hier. Ach, die Tür hat sich wahrscheinlich erst geöffnet, weil ich das Feuerdings da drauf gepackt habe. Okay, das kann natürlich sein. So, und jetzt Feuer. Aber den kriege ich ja halt nicht mit. Was ist denn jetzt hier rund? Warum sind denn hier jetzt im Feri drinnen? Warum bitte sind jetzt hier im Feri drinnen? Aber wie gesagt, es war ja nur die Kiste, die ja sowieso schon geöffnet ist. Den Stein kann ich ja nicht mitnehmen. Hier geht's nicht weiter. Hier drüben waren wir schon. Hier ist aber so ein Eisstein. Also das ist wie gesagt Eis. So, Eis verstehe ich ja auch noch. So. Aber hier kann ich höchstens das Ding entzünden. Ne, kann ich auch nicht, aber ich könnte es mitnehmen. Okay, warte mal, da bin ich schon. Da bin ich schon gewesen. Es liegt hier jetzt mein Dingsterbums da noch da? Ne. Aber hier komme ich halt. Warum kommen jetzt die Kisten? Warum fängt das nicht mehr an mit Brennen jetzt? Ach, jetzt brennen sie alle drei. Ja, schon ein bisschen komisch. Eigentlich haben sie einen neuen Patch rausgehauen. Mit Bugfixes und so, ne? So, das ist ja. Das ist ja Feuer und Feuer soll ja. Ne. Nee. Ich will die nicht anvisieren. Lass mich doch mal los hier. Warum visiert der immer dieses verdammte Ding an? Also irgendwie. So. Und jetzt Feuer. Das wissen wir ja. Aber was passiert da? Das ist die Frage. Hat sich da wieder irgendein anderer Gang geöffnet? Hier sind ja auch noch Feuerschalen. Aber die Frage ist, müssen die auch alle angezündet werden? Und was bewirkt das dann? Wie gesagt, da ist auch noch irgendwie eine Kiste. Da komme ich aber auch nicht so wirklich hin. Und hier ist theoretisch gesehen auch noch ein Gang. Das passt alles nicht. Das hat irgendwas mit dem Hippogreif zu tun. Denke ich mal, obwohl. Da ist der ganze Hippogreif und da ist
Der mit gestützten Flügeln. Aber selbst von hier oben. Revelio. Ich kann mit dem ja nichts machen selber. So, schnell hier raus. Jetzt bin ich wieder hier. Nützt mir aber im Endeffekt, glaube ich, auch nichts. Okay, mit den Dingern würde ich hier ja durchkommen. Noch mehr Aschwinderinnen. Wo? Revelio. Ich sehe niemanden hier, die sind alle weg. Oben ist der Würfel. Da unten soll ich reingehen. Warte mal, ist das hier was? Nee. Also wie gesagt, an den Würfel komme ich heran, aber ich brauche ja immer Feuer und immer. Mit dem Feuer bin ich mir noch nicht so richtig sicher. Packst das aber auf dem richtigen Würfel hier drauf, ne? So, und da ist eine Feder drauf. Das heißt, Feder ist ja eigentlich... ist ja eigentlich das hier. Das könnte ja passen, aber wie gesagt... wie kriege ich hier... wie kriege ich hier Feuer drauf? Ach so, guckt mal. So geht's natürlich auch. Ich muss das halt nur einmal aktivieren. Alles klar, dann bleibt das für immer. Ich schätze, der Coco muss hier gewesen sein. Wenn ich den Schätzen folge, finde ich den Niffler. Nee, Moment. Da war er. Ich habe ihn gesehen, aber Truhe ist erstmal auf jeden Fall wichtiger hier. Nicht identifizierbarer Gegenstand. So, wollen wir mal den Niffler fangen. Komm mal her, mein Guter. So. Ich passe auf dich. Ich sollte zu Miss Coffee zurück. Rocco, der Niffler. Und das ist wahrscheinlich hier die Schatzkammer, die wir jetzt hier geplündert haben. Boah, eigentlich geht's gar nicht so schwer. Aber da gab es noch ein bisschen was anderes zu erkunden. Revelio. Mal, da ist noch eine Feuerschale. Wo komme ich denn hier hin? Das zeigt es mir auch nicht an. Ach, jetzt bin ich wieder am... bin ich wieder am Anfang, oder? Bin ich echt wieder am Anfang? Kann ich die Höhle verlassen? Aber habe ich die jetzt abgeschlossen? Na gut. Und wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Das ist schon wieder ziemlich... schon wieder ziemlich lang. Auch hier ist immer noch eine Nebenmission irgendwo, oder? Revelio. Ja, ist aber auch noch irgendwo eine Nebenmission. Was sagten die mir? Gelöst von der Glocke. Erscheinungsbilder. Finde den Gegenstand. In Redesberg befindet sich ein wertvoller Gegenstand. Ich sollte herausfinden, um was es sich dabei handelt. Also, das heißt, ich müsste ja da nochmal rein. Okay.
Das heißt, es muss noch irgendwo was Wertvolles. Muss noch was Wertvolles dort irgendwo drinne geben in der Höhle. Ah. Aber wir sind schon wieder. Das wird schon wieder so eine massenhaft lange. Moment, Moment, Moment. Der zeigt mir ja sogar an, wo ich hin muss. War das jetzt sogar vielleicht in der Schatzkammer und ich habe es einfach übersehen? Das wäre natürlich... Noch mehr Aschwinderinnen. Nee, nichts mit Aschwinderinnen. So, warte mal. Ach, hier geht eine Tür auf. Revelio. Okay. Das ist natürlich praktisch. Musikalische Karte. Okay, irgendwas mit Glocken auf einer Insel. Aha. Was ist das? Eine Schatzkarte? Okay. Gelöst von der Glocke. Da muss ich natürlich diesen Abschnitt da finden. Und jetzt lässt er mich wieder hier raus, ne? Ah. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ach nee, jetzt bin ich hier. Bin ich auch von der Seite hier zurück? Nee, von der Seite geht's nicht. Finde den Schatz anhand der musikalischen Karte, ja. Gute Frage. Ich muss jetzt erstmal wieder das Deck verlassen. Ja, ich muss da auch nicht rein, Zeile. Das ist gerade nicht so schlimm. Protego. So, da sind ja schon wieder draußen. Aber das Problem ist... Rebellion. Das Problem ist ja... Warte, ich kann ja nicht... So, Moment. Also hier sind auf jeden Fall noch... Die Höhle ist so noch nicht abgeschlossen, so wie ich das sehe. Die zeigt es mir nämlich noch an. So, warte mal, da sind Gegner. Was sind das hier unten? Das ist gar nichts. So. Wie gesagt, das mit den Ballons werden wir mal noch machen. Das sollte nicht das Problem sein. Okay, was sind das für Viecher? Super. Gracias. Comprendo.
Ah ja, ist ja gut. Also eine kann man auf jeden Fall schon mal. Ah, wir können sogar zwei Blatt machen. Sehr gut. Besiege Sumpfkradler. Sehr schön. 8 von 10. Okay, das wollte ich jetzt aber eigentlich nicht. Hatte ich das jetzt mit dem. Hätte ich das jetzt mit dem Ballon schon abgeschlossen? Ich glaube ja, ne? Ah, was war denn das für eine musikalische Karte? Das ist, muss ja auf irgendeiner Insel sein, theoretisch gesehen. Aber wo genau soll das sein? Hier gibt es so viele Sachen, wo das sein könnte. Das müsste ja irgendwas mit. Müsste ja irgendwas mit Glocken. Hogwarts hat Glück, dass es seine Schutzzauber hat. Das müsste ja irgendwas mit Glocken sein. Aber eigentlich müsste ich erstmal zu der Dame zurückgehen und sagen, dass ich den Niffler gefangen habe. Weil hier ist jetzt auch nichts mit irgendwelchen Glocken, ne? Aber hier kann ich auf jeden Fall tauchen. Hier kann ich tauchen. Wo komme ich denn da hin? In eine andere Höhle? Nee. Habe ich jetzt irgendwas bekommen? Hä? Hä? Jetzt bin ich da schon woanders gelandet. Da sind wir diese verdammten Sumpfkradler. Und irgendwas mit Glocken sehe ich ja trotzdem nicht. Hier sind auf jeden Fall nochmal Ballons. Die ich gerne zum Platzen bringen kann. Okay, das habe ich auch. Wenn man hier ist irgendwie. Hier wird mir auf jeden Fall was angezeigt. Hier ist ein großes Skelett, aber was soll denn hier sein? Ah, eine Buchseite. Hallo? So kann ich die jetzt nicht nehmen. Nur wegen dieser verdammten Viecher, oder was? Merlin-Rätsel ist ja auch noch. Na ja, gut, dann müssen wir im nächsten Part da zurückgehen. So. Jetzt aber, ne? Jetzt nehmen wir das noch mit. Die musikalischen Noten, das machen wir vielleicht irgendwann anders. Hier ist ein Drachenskelett. Dieses Drachenskelett könnte schon seit Jahren hier sein oder ist das Ergebnis frischer Wilderei. Sei vorsichtig. Ja, so irgendwas habe ich jetzt rausgeschmissen hier. Und was muss ich hier machen? Kugeln zerstören. Ne? Komm. Ach, wisst ihr was? Eigentlich können wir das verdammte Merlin-Rätsel noch. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Kann man das eigentlich noch machen? Das sollte eigentlich. Nicht das Problem sein. Revelio. So kein Tierwesen. Damit wäre das erledigt.
Genau, damit wäre das erledigt. Dann können wir im nächsten Part das mit dem Niffler abgeben. Und dann, ja, müssen wir mal schauen, dass mit dem musikalischen Rätsel, das ist alles noch nicht so meine Sache. Also sage ich mal, Aufträge. Rettung von Rocco, gelöst von der Glocke. Finde den Schatz anhand der musikalischen Zeichnung. Ja, rette Rocco, Hippogreif markiert die Stelle. Es gibt viel so eine Erscheinungsbilder. Aber wir wollen definitiv erstmal Rocco retten und da müssen wir auf jeden Fall ziemlich weit in die Richtung. Aber hier ist auch wieder noch ein Lager oder irgend sowas, ne? Ah, das sollten wir vielleicht im nächsten Part ausheben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.